Auf der Intermodellbau 2023 in Dortmund habe ich den Stand von SudExpress besucht. Grund genug, in meiner heutigen Lokpräsentation eine Eurodual, genauer gesagt das Modell der Eurodual der EBS, des Erfurter Bahnservice von SudExpress, mal unter die Lupe zu nehmen. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen aus nah und fern bei Xtreme24, Ihrer Einkaufswelt von Modellbahnen und Zubehör. Die Eurodual der EBS von Stadler, die Baureihe 159, ist eine vom Farbdesign unglaublich schöne und auch sehr auffällige Lok. Diese Maschine ist seit 2022 auf den Gleisen der DB anzutreffen und ist natürlich für den Trainspotter das Objekt der Begierde. Es ist also kein Zufall, dass SudExpress dieses tolle Design als Steilvorlage nutzte, um diese Lok dem Modellbahner in Nenngröße H0 aufs Gleis zu setzen. Heute werde ich Ihnen also das Modell der zweiten Produktionscharge vorstellen. Ausgesucht für die Präsentation habe ich mir die Eurodual mit der Artikelnummer 159-227-0 der EBS und es ist ein Modell aus der SudExpress Premium Line Serie. So, liebe Freunde, nun wollen wir mal die Maschine, die Eurodual von Stadler, die Baureihe 159, aus der Verpackung befreien und wollen uns mal anschauen, wie sie zu Ihnen als Kunde kommt. Ja, ich werde also nicht mehr Unboxing benutzen, nachdem ich mir also nach der letzten Sendung da etwas Kritik eingehandelt habe. Also wir werden jetzt nicht mehr Denglisch, sondern wir werden jetzt Deutsch reden. Ich hoffe, das geht so in Ordnung. Also wir packen die Maschine aus. Sie kommt in einer sehr stabilen, formschönen Verpackung. Sie ist also elegant, Hochglanz gefasst. Darauf sieht man natürlich dann auf der Verpackung den Namen SudExpress, Eurodual, was dran ist. Dann diese sehr feinen Zeichnungen, dieser E-Lok bereits drauf. Also wunderbar. Was findet man noch? Natürlich auf der Rückseite dann klar, welches Modell man gekauft hat. So, nun werden wir das Ganze mal rausholen. Sie geht also sehr saugend auf, die Schachtel. Mal ein bisschen, so, ein bisschen nachhelfen. So, damit haben wir schon den ersten Schritt gemacht. Hier oben ist eine wunderschöne Schaumstoffabdeckung, die das Ganze noch mal wunderschön schützt. Auch die nehmen wir weg. Und dann kommen uns schon die Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen entgegengeflattert. Und nicht nur die Bedienungsanleitungen, hier wird also auch beschrieben, wie man die Lok wartet, wie man was auswechselt und so weiter. Und natürlich wunderschön natürlich auch hinten drauf dann die Funktionstastenbelegung, denn diese Lok, die wir hier haben, ist ja eine digitalisierte aus der Premium Line Version, wie ich es schon gesagt habe. So, dann liegt das gute Stück schon vor uns. Sie ist dann noch mal umverpackt in einem Kunststoffschuber. So, wenn wir das mal rausnehmen. So. Und in dem Kunststoffschuber, den müssen wir jetzt erstmal wegnehmen. Ist also eine sehr sichere Verpackung und wie gesagt, auch durch diese Schaumstoffeinlagerung und diese etwas sehr gute Verpackung brauchen Sie also keine Angst haben, dass die Lok bei Ihnen beschädigt nach Hause ankommt. Was haben wir noch drin? Wir haben natürlich die übliche Zurüstbeutel, aber das kennen Sie auch schon von anderen Lokomotiven. Hier ist also alles nochmal dabei. So, und dann kann man schon die Blisterverpackung öffnen. So, dann ist nochmal eine Kunststoffhülle drum um die Lok, sodass wir sie erstmal rausheben können. So, das nehme ich dann auch mal weg. So, liebe Freunde, so sieht's aus. Schon steht nicht nur das große Objekt der Begierde der Trainspotter, sondern auch das kleine Objekt der Begierde für den Modellbahner vor uns.
Nachdem wir nun die Lok aus der Umverpackung befreit haben, können wir uns nun die Maschine genauer betrachten. Diese Euro-Dual der EBS von Sud Express mit der Artikelnummer 159-227-0 ist eine Epoche 6 Lok und gibt den äußeren Zustand ab 2022 wieder. Fangen wir oben im Dachgarten, wie man so schön sagt, an. Der Dachaufbau ist sehr filigran und originalgetreu nachgebildet worden. Besonders bestechen die fein geätzten Dachlüftergitter, elektrischen Zuleitungen und Dachisolatoren in vorbildlicher Materialstärke. Eine Augenweide sind auch die filigranen Einholmstromabnehmer. Die Bedruckung ist makellos sowie trennscharf und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Ebenfalls fallen die fein geätzten großen Lüfter an den Seitenwänden auf. Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Beide Drehgestelle haben auf je einer Achse diagonal angeordnete Haftreifen, die zur Erhöhung der Zugkraft beitragen. Die Lokpuffer sind federnd gelagert. Die Drehgestelle sind mit vielen angesetzten Details originalgetreu wiedergegeben. Weitere extra angesetzte Teile wie zum Beispiel Griffstangen, Fronthaltegriffe, Rangierhaltegriffe, Scheibenwischer, Luftzuleitung und tragen zum perfekten Gesamteindruck dieses Modells bei. Der hohe Detaillierungsgrad an der Lok bestätigt auch den von Sud Express geäußerten Anspruch, perfekte Modelle dem Modellbahner zur Verfügung zu stellen. So, liebe Freunde, bevor die Lok im Zugkrafttest sich nun beweisen muss, habe ich zuvor noch das Gewicht ermittelt. Und die bringt hier satte 609 Gramm auf die Waage. Ja, mein Messgerät, mein Zugkraftmesser habe ich bereits auf dem Modul schon angebracht. Die Lok ist schlüssig mit dem Modul verbunden. Die Lok steht auch schon auf dem Gleis und nun kann sie schon in der Ebene das erste Mal losziehen. So, dann gucken wir mal. Ich hatte Ihnen ja auch schon gesagt, liebe Freunde, dass wir bei 1 Newton aufhören zu ziehen, weil das sind 102 Gramm und das ist ausreichend viel Kraft, um einen langen Zug zu ziehen. Sie sehen hier, sie zieht und zieht und zieht. Sie ist völlig unbeeindruckt von dem 1 Newton. So, jetzt muss ich sie anhalten, bevor sie mir den weißen Stöpsel hier hinten rauszieht. Also in der Ebene sind diese rund 102 Gramm schon mal gebongt. So, jetzt fahre ich die Lok mal zurück, liebe Freunde. Und jetzt mache ich das, was mir auch bei den Zuschriften geraten wurde, die Lok auch mal in der Steigung zu testen. Natürlich mache ich das in einer normgerechten Sache, nämlich die 3% Steigung. 4% ist eigentlich schon fast unverschämt für eine Modellbahn. Und in Ausnahmefällen bei Bergbahnen zumindest kann man auch mal auf die 7% gehen. Aber das sind dann Loks, die also kräftig genug sind und ein Wagenzug hinten dran, der nicht so lang ist. Also wie gesagt, wir testen jetzt mal die ganze Sache normgerecht. Ich habe mir hier schon eine Markierung angebracht, werde also jetzt diese Steigung einbauen. So. Sie sehen also, die 3% sind hergestellt und nun wiederholen wir uns einfach mal diesen Zugkrafttest. Das heißt, die muss jetzt in der Steigung entweder das Gleiche ziehen oder sie gibt irgendwann auf. Wir werden sehen. So, auch hier scheint die Lok nicht mit der Wimper zu zucken. Sie hat ebenfalls in der Steigung diese 1 Newton gezogen. Unglaublich. Naja gut, also bei dem Gewicht dieser Lok ist das also überhaupt kein Problem. So, liebe Freunde,
zur Wertung des Zugkrafttestes, des Ergebnisses. Um beispielsweise einen zweiachsigen Wagen in der ebenen Bewegung zu setzen, sind ca. 2 Gramm nötig. Bei vierachsigen Wagen sind es ca. 3 Gramm. Ja, und bei unserem Messergebnis, also zieht diese Lok einen Zug mit 50 zweiachsigen Wagen oder 25 vierachsigen Wagen in der Ebene und auch in der normgerechten Steigung ohne Probleme. Und das, denke ich mal, ist eine Menge Holz. Ob Sie es zu Hause nun praktisch umsetzen oder es Sinn macht, hängt natürlich von der Größe Ihrer Anlage ab. Fazit: Zugkraft in der Ebene und in der Steigung satt mit dieser Lok. Kommen wir nun zu den digitalen Funktionen. Wie bei Sud Express in der Premium-Line nicht anders zu erwarten, wird an den digitalen Loks nicht an Ausstattung und Funktionen gespart. An Bord der Lok befindet sich ein ESO Lok Sound 5 Decoder. Dazu eine kleine Erklärung nochmal vorneweg, liebe Freunde. Hier in dieser Maschine kommt ein ESO Lok Sound 5 Decoder mit geänderten Funktionen zum Einsatz. Ja, und diese neue Programmierung wird in Kürze Ihnen dann zum Download zur Verfügung stehen und kann auch auf bereits erworbene Euro Duals aufgespielt werden. Infos, wann es denn losgeht zu diesen geänderten Funktionen, finden Sie dann über die Websites von Sud Express bzw. von ESO. Insgesamt sind also 31 verschiedene digitale Funktionen verfügbar und dank Railcom müssen Sie diese nicht mühsam einzeln einprogrammieren. Und das macht die Lok ja dann selbst. So, ich habe mir 11 Funktionen von den insgesamt 31 als Beispiel für Sie ausgewählt. Ja, und los geht es mit F0 und da wird das fahrtrichtungsabhängige Spitzensignal geschalten. Die Funktion F1 schaltet den Dieselmotor-Sound ein. Und das machen wir jetzt. So, mit dieser kleinen Fahrtdemonstration will ich es jetzt in Ordnung sein lassen. Ja, man sagt es ja, dass es ein Euro-Dual, eine Dual-Lokomotive ist, also fährt sie auch im E-Lok-Modus. Und den E-Lok-Modus-Sound schalte ich mit F4. Und ein kleiner Hinweis dazu, Sie können also die F4-Taste sofort bewegen. Dann geht der Diesel-Sound aus und die Lok geht automatisch in den E-Lok-Sound. Und die Lokführer wissen, vorher Panto anheben. So, ich schalte jetzt mal F4.
Mit F4 schalten wir das Ganze wieder aus. Und dann ist erstmal Ruhe. Man kann natürlich die F1-Taste eingeschaltet lassen. Dann würde jetzt nach dem Ausschalten der F4-Taste im F1-Modus der Dieselmotor wieder automatisch angehen. Ich habe das aber jetzt mal ausgeschalten, damit wir in den Funktionen weitergehen können. Ja, was sind die nächsten Funktionen, die ich Ihnen noch anzubieten habe? Zum Beispiel mit F7 den Lüfter-Dieselmotor ein- oder auszuschalten. So, dann komme ich in die Reihenfolge von F2 und F3. Das sind dann die Tasten, die Funktionsbelegung für Horn hoch bzw. Horn tief. Ja, klingt doch schon ganz ordentlich. Nachdem die Hörner so eindrucksvoll ihren Sound abgegeben haben, liebe Freunde, kommen wir nun zu den Funktionen mit F9 und F10, der Stromabnehmer des Hebens und Senken. Also die Stromabnehmer auf F9 ist zum Beispiel für Führerstand 1 und F10 für Führerstand 2. Und ich zeige Ihnen das jetzt mal für den Führerstand 1. Sie haben gerade bemerkt, liebe Freunde, beim Heben und Senken des Stromabnehmers, auch der gibt entsprechende Geräuschkulisse von sich. Also ich finde das mal eine sehr gelungene Sache. Ja, und natürlich auch eine schöne Spielerei. Ja, das war es erstmal zu den Stromabnehmern. So, noch ein Wort, liebe Freunde, zur Funktion der Stromabnehmer. Die Höhe sowie die Hebe- und Senkgeschwindigkeit der Abnehmer kann über zugehörige CVs eingestellt bzw. angepasst werden. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Lüftersteuerung. So, weiter geht's mit F13, Führerstandsbeleuchtung, fahrtrichtungsabhängig ein- bzw. aus. Ja, und mit F20, last but not least, kann das Schlusslicht separat abgeschalten werden. Ja. Das waren sie nun, meine 11 ausgewählten Beispiele an digitalen Funktionen. Mein Fazit, diese Funktionen, die ich Ihnen ja vorgestellt habe, machen schon Lust und Laune und der Spielfaktor hat jetzt schon bei den nur 11 vorgestellten Funktionen mindestens 100 von 100 Punkten erzielt. So, liebe Freunde, nachdem wir nun einige Funktionen Ihnen vorgeführt haben, wollen wir nun die Geschwindigkeit unseres Modells testen. Wir ermitteln die langsamste, mittlere und Höchstgeschwindigkeit. Die Lok steht also bereits auf der Teststrecke und ich würde sagen, es geht los. Mit der Fahrstufe 1 setzt sich unsere Lok in Bewegung. Und jetzt bin ich mal auf das Ergebnis gespannt. Holla, die Lok ist mit umgerechnet exzellenten 1,7 km/h unterwegs. Tadellose Abstimmung von Motor und Getriebe, würde ich sagen. Ja, und weiter geht's nun mit der Fahrstufe 14 als mittlere Geschwindigkeit. Und da erreicht unsere Euro-Dual eine Geschwindigkeit von 31,3 km/h. So, und jetzt wird es spannend. Das Original dieser Maschine ist mit 120 bis 160 km/h unterwegs. Wir testen sie aber auf 120 km/h. Was macht nun unser Testmodell mit der Fahrstufe 28? Ein prima Ergebnis, 121,1 km/h. Das zeigt, dass die Sud Express Lok in allen Geschwindigkeitsstufen sauber eingestellt ist. Die Messkurve zeigt es auch eindrucksvoll.
Wer nun möchte, kann jetzt doch in der CV5 den Wert exakt auf 120 km/h ändern, aber ich denke, das kann man bei diesem Messergebnis getrost vernachlässigen. Und jetzt, liebe Freunde, zum Schluss der Testreihe setze ich die Lok auf die Anlage und mache den Praxistest. 50 Wagen schafft sie theoretisch. Heute wollen wir sie mit 40 Kesselwagen auf die Reise schicken. So, Sie könnten jetzt natürlich nachzählen, aber zur exakten Erfassung habe ich einen Zahlencounter eingebaut, der das nochmal eindrucksvoll belegt. Ja, und es ist, wie Sie sehen, schon eine ganze Menge Holz, was diese Lok da wegzerrt. Im Original übrigens sind diese Loks mit im Güterverkehr in der Regel mit ca. 30 vierachsigen Wagen bespannt und unterwegs. So, nun fasse ich diesen Loktest und diese Lokpräsentation noch mal kurz zusammen für Sie. Das Modell bringt 609 Gramm auf die Waage, hat eine 21-polige Schnittstelle MTC, hat 31 digital schaltbare Funktionen, zieht rund 102 Gramm in der Ebene. Das entspricht ca. 50 zweiachsige Wagen oder 25 vierachsige Wagen. Auch in der Steigung hat sie diesen Messwert erreicht. Sie hat den Geschwindigkeitstest mit einer kleinen Abweichung von 1,1 km/h bestanden. Statt mit 120 war sie also im Messergebnis mit 121,1 unterwegs. Und diese Abweichung kann absolut vernachlässigt werden. Die Baureihe 159 Eurodual von Sud Express ist ein technisch ausgereiftes und auch optisch perfektes nachgebildetes Modell, das für viel Spielspaß auf Ihrer Anlage sorgt. Ein Hingucker ist die Farbvariante der EBS allemal. Das war sie nun, meine Modellpräsentation der Sud Express Eurodual, die Baureihe 159 mit der Artikelnummer 159-227-0. Von diesem Modell haben wir bei X-Train noch eine kleine Restmenge auf Lager, allerdings in DC-Analog-Ausführung. Diese Loks sind dann mit einem ESO LOXWAT 5 Decoder unproblematisch nachrüstbar. Ja, und der Lautsprecher ist auch schon drin. Damit bin ich am Ende meiner heutigen Lokpräsentation der Eurodual Baureihe 159 von Sud Express angekommen. Wenn Sie keine Neuheiten mehr verpassen wollen, empfehle ich Ihnen unseren kostenlosen Newsletter, denn dann erfahren Sie stets als Erster, was wir Neues für Sie im Angebot haben. Über ein Like und natürlich auch Kommentar auf unserem Kanal freuen wir uns natürlich auch immer. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal, Ihr Frank Buttig. Tschüss.